Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Graveyard Keeper. So, wir haben in der letzten Folge den Kaufmann und den Bischof wieder miteinander vereint und die Kathedralen-Wasserquest fertig gemacht und dadurch zwei Items bekommen, die wir dann aber auch schon beide hier oben beim Hexenhügel aufgebaut haben. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Questreihe offen mit dem Astrologen, Frau Anmut und dem Herrn Wagner. Und dann kriege ich auch die letzten beiden fehlenden Teile noch und müsste mich eigentlich nach Hause teleportieren können. So, da kommt er auch schon. Ich bin ein bisschen zu früh dran. Aber diesmal habe ich auch gespeichert vorher, in der Hoffnung, oder für den Fall der Fälle, dass er wieder ein Item braucht. Nicht, dass ich dann wieder 6 Tage die Zeit voranschreiben muss. Ich habe dein Buch nicht gelesen, aber alle anderen an der Universität waren ganz aufgeregt. Vielleicht ein bisschen zu aufgeregt. Sie haben es als frischen Wind bezeichnet. Und jetzt verlangen sie nach einer Fortsetzung. Also müssen wir noch eins schreiben. Oh nein. Wenn du übrigens etwas schreiben möchtest, kaufe ich es dir gerne ab. Jetzt muss ich noch ein goldenes. Okay. Aber das wäre doch jetzt wirklich was, wo ich sage, ich lade nochmal neu. Da steht oben rechts trotzdem, schreibe ein Buch in höchster Qualität, obwohl ich die Quest eigentlich gar nicht bekommen habe. So, dann wollen wir nochmal schauen, was wir dafür brauchen. Kapitel haben wir eigentlich mehr als genug. So, ein Buch in goldener Qualität. Brauch ein Kapitel in silberner oder goldener Qualität am besten. Ein Kapitel in goldener. Und ein gebundenes Buch in silberner würde reichen oder goldener. Dafür bräuchte ich Goldschmuck. Dann mache ich in silberner Qualität, weil das habe ich da. Also wieder diese beiden Teile. Ich will jetzt hier keine Zeit verschwenden, deswegen mache ich das gleich. So, ich brauche nur 2. Hat er gemacht. So, ein Buch. Ach so, ich brauche auch ein gebundenes Buch. Wo kriege ich denn ein gebundenes Buch her? Wo kriege ich denn ein gebundenes Buch her? Ach so, dem da. Mehrere Prozesse. Gerbstoff habe ich keins. So, jetzt weiß ich aber leider nicht, welches ich davon brauche, um Gerbstoff zu kriegen. So, ich glaube, ich hab's, ich hatte das Rezept zwar noch nicht, aber ich kann es trotzdem machen. Verlangsamungspulver, dann ist es Todesextrakt. Todeslösung und Ordnungsextrakt. Und das ist Gerbstoff und ich habe keinen Platz im Inventar.
So, habe ich Gerbstoff. Dann kann ich das da machen. Damit kann ich jetzt das machen. Und ah, ich hätte auch das einfach nehmen können, aber dann hätte ich kein Goldenes geschafft. So, und jetzt brauche ich noch Goldschmuck oder ein Kapitel von mindestens silberner Qualität. Aber warum nicht? Ich habe ja genug goldene Notizen jetzt. Und ich vermute danach. Ah, scheiße, aber der Typi ist gleich wieder weg. Oh nein. Kein Papier. Jetzt fehlt mir auch noch leeres Papier. Das darf doch nicht wahr sein. Leeres Papier, Schweinehaut. Kein Platz im Inventar. So. Mal gut, dass mir die Tinte nicht noch ausgegangen ist. Dann wäre echt alles schief gelaufen. So, jetzt habe ich drei goldene. 100% goldenes Kapitel mit einem silbernen Einband. Das ist eine 90% Chance. Ey, wenn das jetzt nicht klappt. So, und ich hoffe instinktiv, dass er noch da ist. Aber nein, er ist nicht mehr da. Dann dürfen wir noch mal eine Woche warten. Oh, ist das ärgerlich. Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Graveyard Keeper. So, es ist genug Zeit vergangen und wir können endlich das goldene Buch abgeben. Ich hätte wieder speichern sollen. Ich habe das Buch nicht. Achso, ja, das haben wir ja schon gelesen. Neue Aufgabe. Das muss eben schon da stehen. Ein Buch in goldener Qualität plus 5 ist aber 80. Hier das Buch. Oh Mann, das sieht gut aus. Schon bald startet die Expedition. Silberne Geschichte. Bestseller. Erfolg bekommen. Was heißt eigentlich schon bald startet die Expedition? Darf ich jetzt wieder eine Woche warten? Bis zur Frau Anmut habe ich keine Quest übrig. Dann darf ich wahrscheinlich wieder warten. So, speichern wir mal kurz zwischen. So, letzter Versuch. Jetzt wieder eine Woche gewartet. Ich weiß nicht, was du da geschrieben hast, aber meine Professur ist vollständig rehabilitiert und ich wurde sogar befördert. Und am wichtigsten ist, dass der Dekan deine Erlaubnis für die Expedition erteilt hat. Aber wir haben ein letztes Problem. Wir brauchen jemanden mit einem Aristokratenzertifikat, der mich begleitet. Normalerweise wäre es kein Problem, jemanden zu finden, aber unsere Situation ist ja etwas heikel. Das solltest wirklich du sein. Besorg dir eine Aristokratenresistenz. Ich verlasse mich auf dich. Die habe ich doch schon, aber ich habe sie nicht dabei.
War gut, dass ich gespeichert habe vorher. Vor allem, dass die Quest so spät kommt. Weil um überhaupt zu diesem Questfortschritt zu kommen, da brauchte man sie ja schon längst. So, nochmal das Ganze. Gut, alles andere ist bereit. Ich lasse nach meiner Tochter schicken. Sie wird uns in der Nähe der Feste treffen. Beginn der königlichen Expedition. Wir haben die Genehmigung der Königlichen Universität. Wir müssen zur alten archäologischen Ausgrabungsstätte gehen. Ihr könnt vorbei, aber ich muss dem Kommandanten Bescheid geben, dass ihr hier seid. Endlich sieht man, was hier oben ist. Ach, das ist nicht nötig. Tapferer Soldat, lasst ihn schlafen. Wir werden morgen reden morgen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Da ist auch der Typ. Wo finden wir Wagner? Er soll in einem Camp bei der Straße sein. Sieht so aus, als würde der Soldat schlafen. Wagner, rufe Anmut, du solltest mich nicht so sehen. Das ist schon in Ordnung, ich kann deine innere Schönheit sehen. Psst, sei still. Wie können wir den Käfig öffnen? Ich habe hier Dietriche. Was? Ich hatte eine schwere Kindheit. Wir müssen ihn bei der alten archäologischen. Okay, dann können wir ihn in einer der Küsten herausschmuggeln. Wagner, was für ein schöner Name. Oh, Mist. Vor Anmut, ich habe so viele. Da bist du also. Du hast alles ruiniert, mein Sohn. Hätte ein glorreicher Ritter sein können. Und jetzt brauchen wir solche Leute nicht mehr. Also wurde er Schriftsteller. Was für eine Schande. Du bist derjenige, der den Durchgang in die Luft sprengte. Das ist alles deine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Wir mussten nach dem großen Knall neue Berechnungen durchführen. Ich glaube, unsere goldene Winkel war nicht sehr akkurat. Also. Ach, Ausreden, ich weiß, dass ihr hier etwas vor sich geht. Zuerst diese Kreatur, dann deine Expedition. Ihr seid alle Verräter und du bist vermutlich eine Hexe. Ich gehöre zur Inquisition. Ich bin in geheimer Mission hier unterwegs. Du kannst mich töten, wenn du willst, aber lass meine Tochter in Ruhe. Vater, ich werde nicht ohne meinen Vater gehen. Und auch nicht ohne diesen jungen Mann. Ich habe Verbindungen im Hofe. Der verlorene Vater Erfolg bekommen. Kann ich bitte einfach gehen? Ha, der Königshof. Ich bin der Königsonkel. Und ich bin sein Sohn, Wagner. Oh, sei still. Ich muss ja zugeben, dass Wagner eine große Enttäuschung ist. Aber das ist sogar für ihn zu viel. Ich kann es beweisen. Ich habe ein Muttermal auf der rechten Seite meines Schwanzes. Das sollte irgendwo hier unter meinem Pelz sein. Ach, wisst ihr, ich werde euch einfach alle töten. Keine Leichen, kein Problem. Ich kann mit Leichen helfen, Herr Kommandant. Das ist also das Ende. Vergib mir, meine Tochter. Ich kann nicht ändern, was ich getan habe. Aber du sollst wissen, dass du mein Ein und Alles bist. Vater, das ist der beste Tag meines Lebens. Ich habe meinen Vater gefunden und meine große Liebe. Wagner, lass mich dir einen Kuss geben. Mein Sohn. Ja, Vater, ich bin es. Du hast beinahe deinen eigenen Sohn ermordet, aber ich vergebe dir. Ich habe ein Angebot für dich. Ich werde ein Ritter, aber du musst die anderen freilassen. Das klingt fair. Was dich angeht, alter Mann, ich habe noch offene Rechnungen. Doch jetzt könnt ihr erst einmal gehen. Wagner, sei nicht traurig. Wir werden bald zusammen sein. Hier, nimm diese Halskette. Ich glaube, sie gehört dir. Ich habe sie im Namen meines Vaters erworben. Es sollte seine Überraschung werden. Alles scheint ein gutes Ende genommen zu haben. Ich weiß nicht, mein Freund. Ich glaube, wir haben noch immer viele Probleme. Wagner ist deinem Leben und in Sicherheit. Komm, Vater, zeig mir, wo du lebst. Und du, danke für alles. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Diese Halskette, ich brauche sie, um zu meiner Frau zurückzukehren. Sie hat mir ja schon geholfen. Ich hoffe, sie hilft dir ebenso. Hier, nimm sie. Oh, junger Mann, ich habe es geschafft, noch heimlich einen goldenen Winkel mitgehen zu lassen. Wie vereinbart, er soll dir gehören. Goldener Winkel halten. Du siehst aus wie deine Mutter, aber ich bin so schlau wie du. Haha. Damit haben wir alles beisammen. Und ich kann mich teleportieren. So, dann nach Hause, weil wir wollen hier nochmal zwischenspeichern. Ich habe alle drei Teile auch dabei. Vor allem ist es immer noch der Mönchstag, der Astrologentag. Ich bin bei der ersten, eigentlich vor 5 Minuten zu ihm gegangen. Und die ganze Expedition war über Nacht, aber trotzdem hat sich der Tag dadurch nicht verändert.
So, dann vermutlich das Ende des Spiels. Den Lauf noch herstellen. Alles ist bereit, aber was ist nun? Wie aktiviert man das Portal? Also wird's wirklich gehen? Ich muss zurück nach Hause. Das macht mich echt traurig, Mann. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Traurig, dieses Portal ist nicht nur zum Reisen gedacht. Es erfüllt dir auch deine Wünsche. Aber pass auf, was du dir wünschst. Wir brauchen nicht noch einen großen Knall. Wie dem auch sei, es funktioniert nicht. Hallo, mein Freund. Wir sind gekommen, um uns zu verabschieden. Woher wusstet ihr davon? Nun, wir wurden aus der Stadt verbannt. Zwei Brüder. Einer im Königshof, der andere ein hoher kirchlicher Würdenträger. Sowas ist dem königlichen Rat zu suspekt. Wir sind zur Taverne gegangen und dann hatte Laurenz auf so einen Verdacht, dass du hier bist. Aber ich habe es noch geschafft, die halbe Stadt zu exkommunizieren. Exkommunizieren, okay. Bevor wir gegangen sind. Ha, jetzt ist die einzige noch verbliebene Kirche die Kirche neben dem Friedhof. Ihr könnt die Kirche und den Garten gerne haben. Die Symbole beginnen zu leuchten. Dieter Harvard. Wir konnten nur knapp aus der Stadt entkommen. Der Kommandant hat all seine Einfluss geltend machen, um unseren Ruf zu ruinieren. Was ehrlich gesagt auch nicht so schwierig war. Die Stadt ist ziemlich Aufruhr. Die Toten haben sich dem Inquisitor wird vorgeworfen, der Führer eines dunklen Kultes zu sein. Was für schreckliche Zeiten. Der Bischof hat die Stadt exkommuniziert. Das haben sie verdient. Wir werden uns eine Weile im Leuchtturm verstecken. Vielleicht können wir ja irgendwas mit Wagner in Kontakt treten. Ich habe dir doch gesagt, dass er hier ist. Wie ich sehe, wirst du uns verlassen, mein Freund. Ja, das muss ich. Das ist schlimm, sehr schlimm. Der Fluch wird immer stärker. Wir können ihn nicht aufhalten. Es ist vielleicht schon zu spät. Ich sollte stolz darauf sein, aber irgendwie bin ich es nicht. Wir werden uns hier niederlassen und uns ein altes Haus wieder aufbauen. Dieser Ort ist heilig und vor dem Fluch geschützt. Das wären interessante Zeiten. Alles wird sich ändern. Ich bitte für unsere Sicherheit. Es funktioniert endlich. Mein Wunsch wurde wahr. Ich werde meine Frau wiedersehen. Zurück zu Hause. Erfolg bekommen. Mein Liebling, Geliebte. Er hat sie hergeholt? Ich dachte, er reist in seine Zeit zurück. Moment mal, das war's jetzt? Wo ist die Zombie-Apokalypse? Die Invasion aus dem Norden? Bei einem Schiff mit dem Händler reisen? Die Stadt? Niemand hat uns die Stadt gezeigt. Ich bin echt enttäuscht. Pah, das sind alles gierige Kapitalschweine. Das verpacken die doch bestimmt in einem Haufen DC, um noch mehr Geld zu scheffeln. Da hast du recht, Genosse. Komm, trinken wir noch ein Bier. Für mich bitte ein Karotte-Martini. So, okay, damit sind wir durch. Wenn ich lade, bin ich wahrscheinlich genau kurz davor, bevor ich es aktiviert habe. Genau. Dann kann ich ja nochmal schnell das Zeug hier wegpacken. So, und weiter geht's dann mit dem nächsten DLC, was dann kommt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!